Hallo, Markus hier von markusfotos.de. Heute beschäftigen wir uns mal kurz mit der Frage, die mir in letzter Zeit immer häufiger gestellt wurde. Welche Kamera soll ich mir kaufen? Lieber die D3200 oder die D5100? Also zumindest, wenn es aus dem Nikon-Lager sein soll. Ich habe zwar schon mal ein Video zur D3200 gemacht, aber weil so viele von euch sich diese Frage stellen, möchte ich mal so ein bisschen diese beiden Kameras vergleichen und einen kurzen Ausblick geben, wie ich selber mich entscheiden würde, wenn ich mich zwischen diesen beiden Kameras entscheiden wollen würde. Schauen wir mal auf die Fakten. Die D3200 kommt natürlich erstmal mit diesen 24 Megapixeln daher. Und dagegen sieht die 5100 zunächst mal mit nur 16 Megapixeln etwas, sagen wir mal, blass aus. Aber ihr müsst euch eins dabei klar machen, die 24 Megapixel versprechen zwar vielleicht sowas wie mehr Details auf dem Bild etc. pp. Allerdings auch nur dann, wenn ihr wirklich sehr, sehr gute Objektive habt, die diese Detailfülle auch auf den Sensor abbilden können. Zum anderen finde ich ja auch immer relevant zu sagen, was kommt denn eigentlich dabei raus, wenn ich das Foto tatsächlich auf Papier ausdrucke und wie viel Megapixel brauche ich, um das wirklich zu machen. Und da muss ich sagen, dass die 16 Megapixel vorne und hinten reichen, selbst um riesengroße Ausdrucke zu machen, auf denen ihr ebenfalls sehr, sehr viel Details erkennen könnt. Also nehmt euch diese Megapixel-Geschichte nicht zu sehr zu Herzen, die ist fast schon mit das unwichtigste Kriterium, finde ich persönlich, an einer digitalen Spiegelreflexkamera. Zunächst kommt auch noch dazu, dass natürlich auch die Größe der Dateien, mit denen ihr dann zu tun habt, immer größer werden, dass die Nachbearbeitung der Bilder am Rechner langsamer wird, weil mehr RAM gebraucht wird etc. pp. Also da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran und ich persönlich finde es vernünftiger, sich da mit 16 Megapixeln auseinanderzusetzen, als ganze 8 Megapixel mehr. Und vor einigen Jahren noch fand man selbst 4 Megapixel im wahnsinnigen Wert und hat damit 1A Fotos gemacht. Insofern die Megapixel-Geschichte so ein bisschen relativieren. Der zweite Punkt, den ich ganz interessant finde, ist die Frage nach der Leistung bei wenig Licht, also diese ISO-Performance. Da sehe ich tatsächlich auch Nutzen. Auf dem Papier hat die D3200, wenn man mal von diesem HL2-Modus absieht, geht sie bis 3200. Damit kann man sicherlich noch brauchbare Bilder machen, sofern sie dann irgendwie schwarz-weiß sind und so weiter. Also erwartet da keine Top-Bilder. Da müsst ihr wahrscheinlich noch eine Stufe runtergehen, wo ihr sagt, okay, dieses Bild kann man jetzt tatsächlich auch bei hohem ISO noch gebrauchen. Bei der D5100, die denselben Sensor hat wie die D7000, die D7000 hat wirklich, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, macht wirklich auch bei wenig Licht noch richtig gute Bilder. Da geht der brauchbare ISO bis 6400. Brauchbar heißt da auch, dass ich, wenn ich auf so ein Bild gucke, nicht sage, yay, super Bild von der Bildqualität her, aber es ist so ein Fall von, okay, alternativ hätte ich das Bild gar nicht machen können, also bin ich mit 6400 zufrieden. Bei 3200er ISO finde ich auch die Bilder aus der D7000 richtig gut und dementsprechend werden auch durch denselben Sensor die Bilder der 5100 bei dieser ISO-Zahl von 3200 auch echt klasse sein. Schauen wir die Autofokuspunkte an. Hier haben die D3200 und die D5100 dieselben Möglichkeiten. Beide haben 11 Autofokuspunkte, die ihr also auswählen könnt, um der Kamera zu sagen, auf welchen Punkt sie scharf stellen soll. Sind nicht super duper viele, aber das reicht auf jeden Fall, um damit ordentlich Fotos zu machen. Beide Kameras haben, das ist jetzt für die Leute, die auch filmen wollen, interessant, die Möglichkeit, ein externes Stereo-Mikrofon anzuschließen. Das hatte die Vorgängerin, die D3100, noch nicht. Ist also ein echtes Plus für die D3200. Beide Kameras haben eine Blitzsynchronzeit von 1200 Sekunden, von einer 200stel Sekunde, Entschuldigung. Ist also gleich auf, ihr könnt, ist für die Leute interessant, die hin und wieder einen externen Blitz benutzen. Beide Kameras für die Leute von euch, die gerne auf diese Dauerfeuergeschichte stehen, beide Kameras machen 4 Bilder pro Sekunde. Das ist für die D3200 respektabel, weil sie ja doch einiges mehr an Daten wegspeichern muss. Ist aber auch jetzt nicht super duper schnell, ist die Frage, ob man sie wirklich braucht. Schauen wir uns noch eine Sache an und die ist vielleicht ganz wichtig. Letztendlich muss man sagen, dass die D3200, auch wenn die Werte toll klingen, von Nikon ganz klar als Einsteigerkamera gewertet ist und die D5100 einfach aus Nikons Sicht eine Klasse drüber steht. Das heißt, es muss auch Unterschiede zwischen diesen beiden Kameras geben, die die 5100
100 aus Nikon-Sicht noch zur höherwertigen Kamera machen. Und das sind ganz klar Detailsachen. Also es gibt zum Beispiel in der D5100 gibt es so Funktionen wie Bracketing. Das heißt, dass ich automatisch Belichtungsreihen machen kann, von unterbelichtet über korrekt belichtet zu hoch, zu höher belichtet. Das ist für die Leute interessant, die hin und wieder HDR-Aufnahmen machen oder solche Serien machen, um gewisse Stellen dann später in der Nachbearbeitung aufhellen zu können, ohne das irgendwie rein über Software machen zu müssen. Also solche kleinen Details sind dann in der 5100 besser gelöst. Hinzu kommen dann auch noch so Sachen wie der Preis, und da muss man einfach sagen, die 5100 kostet jetzt ohne Objektiv, habe ich gerade mal Preise nachgeguckt, 489 Euro, und die D3200 liegt mit 549 im selben Shop auch wieder nur für den Body ohne Objektiv ein bisschen drüber. Das heißt, ihr bekommt meiner Meinung nach die für den Fotografen besser geeignete Kamera mit der 5100 preiswerter als das absolute Einsteigermodell, was meines Erachtens die 3200 ist. Also, ich würde, wenn ich mich zwischen diesen beiden Kameras entscheiden müsste, auf jeden Fall die 5100 nehmen, weil ich glaube, dass sie, was Qualität des Bildes, was Qualität des Gerätes an sich und was die Funktionen angeht, die bessere Kamera ist. Diejenigen von euch, die jetzt noch sagen, ja, aber es gibt so interessante Sachen wie zum Beispiel die Funkübertragung für die D3200. Das ist richtig, es gibt so ein Ding, was man anstöpseln kann, was eine Funkübertragung macht. Man muss aber ganz einfach sagen, das, was dabei rauskommt, ist auch nicht besser als diese iFi-Karten. Das sind SD-Karten, die ihr einstecken könnt. Die könnt ihr in jede Kamera stecken, die sind sogar preiswerter, und die Nikon-Originallösung ist meines Erachtens und nach dem, was ich darüber gesehen und gelesen habe, auch kein Stück besser. Das heißt, das ist genauso ein Akkufresser, die Übertragung ist genauso langsam wie bei den iFi-Karten und so weiter und so fort. Also das hört sich zwar erstmal toll an, ist aber kein echtes Killer-Feature, was wirklich die Entscheidung beeinflussen sollte, ob man sich für die eine oder andere Kamera entscheidet. Also, mein Fazit ist, wenn ihr im Laden steht und euch entscheiden müsst, geht auf die D5100, ist meiner Meinung nach im Moment die bessere Kamera fürs Geld. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Video. Tschüss!